Ja, herzlich willkommen bei Ubi Testet. Heute habe ich für euch tatsächlich einmal keinen Pressewagen mitgebracht, sondern meinen Privatwagen. Warum habe ich das getan? Ganz einfach, weil ich immer wieder von euch Post bekomme mit der Frage, welches Auto fährst du denn eigentlich privat, wenn du schon über Autos berichtest, damit man so mal den Eindruck bekommt, was so ein Autotester, wie man sich vielleicht schimpfen mag, durchaus selber fährt. Tja, hier steht er, der Citroën Grand C4 Picasso, so hieß er bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gekauft habe und beziehungsweise geleast habe. Jetzt heißt der Citroën Grand C4 Space Tourer. Schaut genauso gleich aus, quasi das gleiche drinnen, nur ein anderer Name. Aber warum ich den gewählt habe, ist relativ klar. Als Familienvater mit Zwillingen war ich auf der Suche nach einem passenden Fahrzeug für die Zwillinge zum Transport, zum bequemen Reisen. Also 4 Personen plus Gepäck plus Kinderwagen. Ja, da braucht man viel, viel Platz. Wer da draußen tatsächlich Zwillinge hat oder 2 Kleinkinder, der weiß, von was ich spreche. Und da ist es dann durchaus sehr, sehr schwierig, ein Fahrzeug zu finden, was in diese Sparte hineinpasst. Nimmt man einen Kombi, nimmt man ein SUV, was trendig ist, oder geht man auf den klassischen Familienvan? Und wenn Familienvan, ja, auf was muss man denn achten? Oder respektive, welcher bietet denn am meisten Platz für das geringste Geld? Ja, und ich habe mich für den Citroën Grand C4 Picasso entschieden. Aber jetzt sind 24 Monate rum, es ist schon das zweite Fahrzeug. Und aus dem Grund möchte ich euch heute berichten, wie diese 24 Monate gelaufen sind, was gut ist und was schlecht ist. Und das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Dann würde ich einfach mal sagen, wir starten gleich und schauen uns den Wagen von außen einmal genauer an. Ja, der Citroën Grand C4 Picasso oder Space Tourer, das könnt ihr euch jetzt aussuchen, ist tatsächlich eine sehr, sehr komische Erscheinung, wenn man sich ihn einmal genauer anschaut. Gerade dieses sehr spacige und was so typisch für Citroën mittlerweile ist hier, das Tagfahrlicht eingefasst in diese Chromspangen, die hier in den Doppelwinkel münden und miteinander verbunden sind. Dann darunter diese insektenartigen Xenon-Scheinwerfer und ganz da unten die Nebelscheinwerfer. Dann das Seitenprofil des Citroën Grand C4 ist klassisch Familienvan. Wir haben hier 4,60 Meter, die sich verteilen. Und zwar sehr schön von den Proportionen her, ein langer Radstand, was auch dazu führt, dass wir sehr, sehr gute Platzverhältnisse haben. Auch fällt relativ schnell auf, der silberne Bogen, der sich hier komplett oben rumzieht und die Reling auch bildet und in den A-Holm übergeht. Wir haben auch hier vorne schöne große Glasflächen. Zudem haben wir eine Panorama-Windschutzscheibe, die uns sehr, sehr viel Licht hineinlässt, zusammen mit dem starren Glasdach, was wir hier haben. Also man spricht von einem Panoramadach. Zudem haben wir jetzt hier diese 3D-Lichtelemente am Heck untergebracht. Das heißt, wir haben hier dreidimensional, sollen sie ausschauen, diese Rückleuchten. Man muss aber auch ganz klar sagen, so, da sieht man es schöner. Diese C-Form ist relativ hübsch. Dann hat man da drinnen dann diese LED-Leuchten. Hinter der Kofferraumklappe verbirgt sich ein wirklich äußerst geräumiger Kofferraum, aber den schauen wir uns natürlich jetzt in Ruhe einmal an. Den Kofferraum vom Citroën Grand C4 Space Tourer genauer an. Er ist jetzt nicht ganz sauber, ist auch wirklich mein Privatwagen, den ich hier nutze. Und deswegen schauen wir einfach mal, was hier so geboten ist. Ich habe mir für euch extra einmal ein Maßband mitgenommen und mir ein paar Werte aufgeschrieben oder ausgemessen, die ich euch jetzt nennen würde. So haben wir tatsächlich an, schauen wir mal, die Ladelänge maximal, wenn wir die Rückenlehne hier umlegen und den Beifahrersitzlehne umlegen, können wir maximal 2,50 Meter lange Gegenstände hier einladen. Wenn wir alles umlegen und bis komplett nach vorne durchladen, laden wir bis zur Beifahrerrücksitzlehne, dann kommen wir auf 1,95 Meter Ladelänge.
Wenn wir hier hinten an diese Rückenlehne gehen, haben wir dadurch, dass sie in der Länge verschiebbar ist, entweder 100 cm, also 1 Meter oder 1,16 Meter Ladelänge. Wie das Transportgut darf maximal hier 98 cm hoch sein. Hier in der Breite haben wir 112 cm zur Verfügung. Und wer jetzt tatsächlich auch noch die Ladekante haben möchte, die ist beim Grand C4 Space Tourer 55 cm hoch. In Literanzahl haben wir hier 704 Liter maximales Ladevolumen im Heckbereich, wenn wir die Rücksitzbank nach vorne schieben, aber nicht umlegen. Und wenn man jetzt nach praktischen Erfahrungen fragt, ich habe hier tatsächlich stets mit meinem Zwillingskinderwagen von TFK oder aber jetzt mit meinem Zwillingsbuggy überhaupt keine Probleme und selbst eine lange Urlaubsfahrt, 700, 800 Kilometer mit Kindergepäck und Reisegepäck für die Eltern, stellt den Wagen hier auf keine größeren Herausforderungen. Über 24 Monate hinweg hatte ich jetzt jeweils 12 Monate lang einen Citroën Grand C4 Space Tourer. Und zwar angefangen hat alles mit einem Blue HDI 120 und als Selection-Variante. Und der hier, in dem wir uns jetzt gerade befinden und der morgen abgegeben wird, haben wir einen Citroën Grand C4 Space Tourer HDI 150. Das heißt also, es war jeweils zweimal ein Diesel. Der erste hatte ein Handschaltgetriebe, der hier hat jetzt ein Automatikgetriebe. Ansonsten, die Ausstattungslinien sind natürlich auch noch leicht unterschiedlich. Das heißt also, ich hatte Selection als erstes und jetzt haben wir hier Shine. Shine ist die höchste Ausstattungslinie, die wir haben, erkennbar an Stoffledersitzen. Die Selection-Variante hat beispielsweise nur Stoffsitze. Aber ich möchte hier gar nicht so sehr auf diese Ausstattungsvarianten eingehen, sondern vielmehr um das, was mir positiv und was mir negativ aufgefallen ist. Fangen wir erst einmal mit dem Positiven an und da sind als erstes die Platzverhältnisse zu erwähnen. Die Platzverhältnisse sind für ein 4,60 Meter Kompakt-Van in der Klasse von VW Touran oder aber dem Opel Zafira. Da spielt dieser Citroën Grand C4 Space Tourer ganz klar mit. Und für mich spielt er da in einer Liga oben drüber schon fast, denn die Platzverhältnisse sind hervorragend auf allen Plätzen. Wir haben drei Einzelsitze hinten, die einzeln verschiebbar sind, die auch tatsächlich in der Lehnenneigung verstellbar sind und worauf wir tatsächlich auch drei Kindersitze sogar nebeneinander bekommen oder aber, wie wir es gerne gemacht haben, zwei Kindersitze an den Außenpositionen damals befestigt und in der Mitte saß meine Frau. Und auch wenn man etwas korpulenter ist, wie meine Wenigkeit, findet man tatsächlich zwischen zwei Kindersitzen noch seinen Platz. Die zusätzlichen zwei Sitze für die Siebensitzer-Variante sind in den Fahrzeugboden unten eingelassen. Der Zugang ist etwas beschwerlich, ganz klar, aber gut, das ist nichts Neues für Siebensitzer. Man sitzt hinten auch auf alle Fälle wie auf der Ersatzbank. Das ist das Nächste, was man kennt. Aber auch als Erwachsener findet man da für eine gewisse Zeit gut seinen Platz. Dass der Kofferraum dafür flöten geht, das weiß man. Ansonsten ist nämlich dieser Kofferraum wirklich riesig. Als nächstes, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, hier sind die Antriebe gewesen. Ich hatte, wie gesagt, schon einmal einen 120 PS Diesel und jetzt den 150 PS Diesel. Ganz klar, der 150 PS Diesel passt hier deutlich besser dazu, aufgrund des höheren Drehmoments. Er zieht viel schöner. Die Automatik, naja, die wurde jetzt mittlerweile im Zuge der Namensumbenennung von Picasso auf Grand Space Tourer, also Space Tourer, tatsächlich verändert. Wir haben mittlerweile nämlich leicht stärkere Triebwerke. Wir haben Autopartikelfilter für den Dreizylinder-Benziner und wir haben den Diesel auch in der Leistung leicht angehoben. Zusätzlich gibt es jetzt 8-Gang Automatikgetriebe. Die hatte ich euch schon vorgestellt mit dem Peugeot 308. Den verlinke ich oben mal für euch. Oder aber mit dem DS7, da ist er auch tatsächlich drinnen, die 8-Gang-Automatik. Und die ist wirklich mittlerweile ja phänomenal. Also deswegen in meinen Augen
Antriebsvariante ganz klar der Blue HDI 160 EAT 8 jetzt. Hier ist das EAT 6 Getriebe noch verbaut, aber dazu komme ich etwas später noch. Was mir sonst noch sehr, sehr gut gefällt, ist tatsächlich diese Wendigkeit von dem Wagen. Mit 4,60 Meter sind das ja noch relativ kompakte Ausmaße. Wir haben auch einen Parkassistenten, der wirklich zuverlässig funktioniert, wenn man ihn mal so ein bisschen raus hat, wie er funktioniert. Aber viel wichtiger ist der sehr, sehr kleine Wendekreis, den der Wagen hat. Also wirklich erstaunlich, der liegt schon fast auf Kleinwagenniveau und damit fühlt man sich in der Stadt oder in Parkhäusern wirklich pudelwohl. Die Lenkung auch sehr, sehr leichtgängig. Ebenfalls wohl fühlt man sich mit dem Wagen, nämlich durch die komfortable Federung, die der Space Tourer mit sich bringt. Man muss hier sagen, wirklich sämtliche Verwerfungen werden sehr, sehr gut abgefedert, sehr, sehr gut und sehr, sehr weich alles überrumpelt. Da klappert aber auch nichts, da knarzt nichts. Die Verarbeitung ist wirklich gut und auch ansonsten auf der Langstrecke macht der Wagen halt schlicht und ergreifend einen sehr, sehr entspannten Eindruck. Dazu sind auch die Sitze sehr, sehr bequem. Dann natürlich die Übersichtlichkeit, die als nächstes hier sehr, sehr positiv ist. Wir haben hier sehr, sehr große Glasflächen. Wir haben hier eine Panorama-Windschutzscheibe, die ich echt toll finde. Die bringt nochmal so ein bisschen zusätzliches Licht. Wir haben ein Panoramadach, was nur fest ist, also was nicht zu öffnen ist. Wir haben hier sehr, sehr große Glasflächen ringsrum. Das heißt, der Wagen ist wirklich extrem übersichtlich, auch durch diese zweigeteilte A-Säule. Da sieht man wirklich sehr, sehr viel und das macht den Wagen auch für einen selbst nochmal sicherer. Ebenfalls die hohe Sitzposition, die wir hier im Fond haben, ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Also wer Kinder hat, der wird sich darüber auf alle Fälle freuen, dass diese Gürtellinie sehr niedrig ist, die Fenster sehr, sehr groß und auch die Sitzposition hinten etwas erhöht ist, sodass dann die Kinder tatsächlich im Kindersitz wirklich ideal nach draußen schauen können und da auch die Fahrt dann relativ entspannt genießen oder auch genießen können. Kommen wir zu den negativen Punkten, denn da gibt es leider auch ein paar, wobei ich aber sage, die meisten kann man davon verschmerzen. Fangen wir tatsächlich einfach mal damit an. Wir haben natürlich eben diese gigantische Glas-Panoramascheibe und die bringt so ein bisschen auch einen kleinen Nachteil mit sich und zwar im Winter. Das haben wir dann über diese 24 Monate hinweg gemerkt. Wer diese Windschutzscheibe einmal enteisen will, der weiß, worüber es geht. Und vor allem Frauen, die zierlicher, kleiner sind. Ich bin mit meinen 1,78 komme ich noch ganz gut hin. Aber wer dann tatsächlich kleiner ist, der hat hier schnell Probleme. Und aus dem Hintergrund heraus verstehe ich nicht, warum wir hier nicht eine beheizte Windschutzscheibe ordern können. Ja, die Assistenzsysteme, das ist das nächste Thema. Assistenzsysteme, der Parkassistent, hatte ich gesagt, der funktioniert wirklich gut. Aber was nicht so gut funktioniert, ist der Spurhalteassistenten, den es auch gibt für den Wagen. Der schlicht und ergreifend ist des Öfteren mal dafür verantwortlich, wenn da die Lenkung auf einmal rumgerissen wird. Also der funktioniert nicht zuverlässig und er funktioniert auch nicht wirklich sensibel. Also da sollte man sagen, meiner Meinung nach, man kann sich den auf alle Fälle sparen. Leider gibt es die nur im Paket. Ich persönlich bin der Meinung, was ich gerne nutze, ist den Totenwinkelassistenten, der zuverlässig funktioniert. Den kann man sich nutzen. Auch den Parkassistenten, aber den Abstandsregeltempomaten, der ein bisschen unpräzise arbeitet, oder aber diesen Spurhalteassistenten, den kann man sich getrost sparen. Ebenfalls verbaut ist hier auch eine 360-Grad-Kamera, die allerdings, das muss man auch sagen, nichts bringt. Wirklich nichts bringt. Liegt auch daran, diese Rückfahrkamera ist schlicht und ergreifend extrem schlecht aufgelöst und auch sehr pixelig. Wird zwar in einem großen 12 Zoll Display hier oben in dem HD Display aufgespielt, aber nein, die Auflösung ist schlecht und leider im Spritzwasserbereich ebenfalls blöd. Die 360 Grad Kamera, die da unten an der Front installiert ist, ist ebenfalls im Steinschlagbereich. Das heißt also, da könnte es durchaus passieren, dass die Kamera auch kaputt geht. Mein Nachteil, den ich persönlich noch fand, ist tatsächlich die Lenkung. Während sie zwar leichtgängig ist, wo ich das auf der einen Seite positiv wiederum finde, ist es auf der anderen Seite das Fahrgefühl damit leider nicht so schön. Das heißt, die Lenkung ist sehr indirekt, sehr unpräzise. Man kriegt gar kein Feedback. Also da müsste Citroën auf alle Fälle nochmal nachbessern. Beim Infotainment sollte Citroën eigentlich auch langsam nachbessern, denn
Wie wir hier sehen, haben wir ja ein gigantisches 12 Zoll Display in HD-Auflösung, was wirklich gut aufgelöst ist, ist auch fein aufgelöst, aber darunter ist hier dieses kleine 7 Zoll Display und das, muss ich leider sagen, ist eher schwach aufgelöst. Es ist von der Navi-Auflösung noch ganz okay. Die Touch-Bedienung hier ist, naja, kann man drüber streiten, ob man das mag oder nicht. Apple CarPlay, Android Autos gibt es auch. Man kann auch die Assistenten einschalten. Aber ich muss dazu sagen, ich persönlich bin zum Beispiel immer ein Freund, dass ein Display für eine Klimabedienung einfach nicht wirklich sinnvoll ist. Da gehört ein Klimabedienteil hin. Außerdem, warum macht man hier ein kleines Display und hat da ein riesiges Display und nutzt es nicht vollends aus? Zum Beispiel, dass man eine hervorragende Kartendarstellung in dieses Display bekommt. Das sind die negativen Punkte gewesen. Defekte gab es übrigens während der Gesamtzeit gar keine. Naja, gut, doch einen Defekt gab es, aber der ist nicht dem Citroen anzulasten. Ein kaputter Nebelscheinwerfer durch Steinschlag. Ansonsten hatten wir mit dem ersten Citroen einen Unfall, einen Wildunfall. Der wurde dann auch instand gesetzt. Bei dem zweiten Citroen ist jetzt tatsächlich kurz vor der Abgabe bei knapp 16.000 Kilometern die Lenkung etwas quietschig. Knarzt ein bisschen, wenn man es tatsächlich lenkt, dann muss ein bisschen Fett ran. Dann ist das Thema aber auch gegessen. Ansonsten, das Infodisplay hier fällt gelegentlich mal aus und muss sich neu booten. Ist jetzt auch nicht dramatisch, ein bisschen doof ist es trotzdem. Ansonsten gab es wirklich keinerlei Defekte. Ölverbrauch bei beiden Dieseltriebwerken nicht messbar. Es musste über die Gesamtdistanz von den Fahrzeugen jeweils, beim einen waren es 11.000 Kilometer, bei dem zweiten jetzt 16.000 Kilometer, kein Tropfen Öl nachgekippt werden. Auch AdBlue wurde bis dato nicht verbraucht, obwohl beide AdBlue-Fahrzeuge sind. Verbräuche sind ebenfalls gering gewesen. Wir hatten rund 5,5 Liter mit dem kleinen Handschalter, mit dem 1,6 Liter Diesel mit 120 PS. Der 150 PS Dieselautomatik hat sich rund einen Liter mehr gegönnt. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von unserem Video und jetzt möchte ich von euch da draußen wissen, wie findet ihr denn den Citroën Grand C4 Space Tourer? Was würde euch gefallen? Gebt mir auch ein Feedback, wenn ihr selber einen fahrt, was euer Eindruck ist, ob sich der eventuell mit meinem deckt und in welchen Punkten wir noch ein wenig Diskussionsbedarf haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und die Glocke, damit wir uns möglichst früh wiedersehen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss und Servus, sagt der Ubi.